Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Nintendo-Video. Heute will ich mal drei Sachen euch vorstellen aus Nintendo-Spielen, die eigentlich ziemlich brutal sind, wenn man ein wenig mehr drüber nachdenkt. Natürlich, Nintendo ist dafür bekannt, kinderfreundlich zu sein. Mir ist klar, dass es nicht so gewollt ist, dass es irgendwie brutal ist. Aber wenn man nun mal die einzelnen Sachen mehr hinterfragt, als man eigentlich sollte, dann wirken manche Sachen schon ziemlich brutal. Und ich wollte eigentlich so ein Video schon öfter machen. Und ich habe mir heute den guten Tedash geholt. Auf seinem Kanal haben wir das gleiche Video auch nochmal in grün hochgeladen mit 9 Stellen. Wir werden euch jetzt drei brutale Nintendo Szenen präsentieren. Und Leute, nehmt das Video nicht ganz zu ernst. Ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Stelle ist wirklich ziemlich brutal und als ich ein kleines Kind war, habe ich es nicht mal richtig ernst genommen und da ich hoffe, ihr könnt mir da zustimmen. Das ist wirklich mit das Brutalste, was man in Mario kennt und zwar in Super Mario Galaxy. Aus dem Jahre 2007 ist am Ende was wirklich Heftiges passiert und zwar Bowsers Tod. Und man kann wirklich sagen, Bowser ist gestorben. Also Bowser ist schon oft in Lava gefallen oder wurde irgendwie besiegt, ist irgendwo runtergefallen. Aber eine größere Vernichtung als wie in Mario Galaxy kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar geht er mit einem Planeten, mit einer Sonne in der Art, in einer riesigen Explosion auf, in einer Supernova, wo dann ein schwarzes Loch entsteht, was sowieso alles vernichtet. Und es kann wirklich kein Lebewesen das irgendwie aushalten. Man kann wirklich zu 100% sagen, Bowser ist dort wirklich gestorben. Auch wenn er immer wieder neu auftritt. Die nächste brutale Szene, die wir für euch hätten, wären einfach die Eier von Yoshi. Denn die wohl bekannteste Fähigkeit von Yoshi ist es ja, dass er Eier produzieren kann, wann er will. Diese Eier benutzt er in seinen Spielen dann immer als Mittel, um eben seine Gegner zu beseitigen. Und wenn Yoshi eben seine Eier wirft, dann zerbrechen sie eben. Doch dieser Vorgang, den man eben tausende Male in den Yoshi-Spielen vollführt, ist eigentlich viel brutaler, als man denkt. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass Yoshis auch aus Yoshi-Eiern schlüpfen. Und da Yoshi eben seine Eier selbst ausbrütet wie eine Maschine, sollte man sogar in Betracht ziehen, dass er hier gerade in diesen Momenten selbst seine eigenen Kinder tötet. Wir sehen zwar nie, wenn Yoshi diese Eier wirft, dass etwas herausfällt, aber wenn man einfach in Betracht zieht, dass neben Items auch Yoshis selbst in einem Yoshi-Ei versteckt sein können, ist das schon ein wirklich sehr brutaler Gedanke. In dem Jahr 1985, am 13. September, kam Super Mario Bros. Raus und das ist schon was ziemlich Bekannteres, was eigentlich viele Nintendo-Fans schon kennen und zwar dort stand in der originalen Spielbeschreibung, dass die friedlichen Bewohner vom Pilzkönigreich von den Koopas mit ihrer schwarzen Magie zu Steine, also zu Ziegelblöcken, verwandelt wurden. Und die einzige Person ist Princess Toadstool, also Peach, die sie wieder zurückverwandeln kann. Die Tochter vom Mushroom King. Peach wurde aber natürlich entführt, wie immer. Und Mario ist nun der Held, der das Ganze retten soll, der sie befreien soll. Und sie soll letztendlich die Leute wieder zurückverwandeln. Aber wir wissen ja alle, was Mario auf diesem Weg, auf dieser Reise, auf dieser Odyssee tut. Und zwar zerstört er einfach die ganzen Blöcke, was theoretisch die Bewohner sind, die noch zurückverwandelt werden könnten. Was Mario aber egal ist, weil er ja dadurch Münzen kriegt. Und er zerstört, also er tötet eigentlich die Mushroom-Bewohner. Genau das Gegenteil, was er eigentlich will. Ziemlich brutal. Ja, liebe Leute, das waren drei wirklich brutale Stellen aus Mario bzw. Nintendo spielen. Es gibt auch wirklich unzählige. Ich weiß, Leute, man sollte sich nicht so weit in die Sachen hineindenken. Aber wir machen das ganz gerne und ich hoffe, es unterhält euch. Über einen Daumen nach oben, ein Abo würde ich mich freuen. Der gute Tedash ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es noch ein Part. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.